Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du deinen. Ladies first. Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Ich hab zuerst gefragt. Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Ja, mach mal. Deponia wird gesprengt. Ach, was? Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia. Boom. Boom? Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Scheißal. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar. Wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Orga... Wahrscheinlich wollen sie einen Hyperraum Umgehungsstraße bauen. Da werden öfter mal Planeten gesprengt. Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen, Energie. Sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe. Mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt. Warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle. Weil sie es dann nicht hätten sprengen dürfen. Und sie klauen Babys im Nordkorb. Ja, keine Spoiler bitte. Was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein. Falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach das Elysium, ergibt sich später, oder? Ja, schon, aber... Okay. Ich meine, mir ist es egal, weil Gohl wird das nicht fahren. Ich glaube, der hat irgendwas verpasst. Das will ich auf keinen Fall zulassen. Nö, lass ihn auf keinen Fall zulassen. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Die Pinia Sprengenstein, ich meine, ich glaube, ich habe da 100 super. Nee, super. Das Gegenteil davon. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Es stinkt. Es stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Arschloch. Mein was? Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Das und dann Wasser. Dieses ewige Rufus, mach den Abwasch, geh arbeiten, räum mal auf. Checkt mal was. Der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll. Wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das kauft ihr ab jetzt. Das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps? Ohne mich! Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Wir sind aufgebracht, wer was? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz?
Donnerwetter. Ja. Du scheinst Deponia tatsächlich zu hassen. Mhm. Okay, der Die steht noch. Warum siehst du mir so ähnlich? Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum, du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Ja, Gott. Nein, du mir. Wie die Kinder. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja? Ach ja. Okay, Ich gehe und hole Goal. Na endlich. Die Tasche will ich haben. Finger weg! Verdammt! Finger weg! Verdammt! Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Kann man ihn blenden? Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Kann man nicht. Okay, wir könnten immer noch was da hochhebeln. Ihn vielleicht. Irgendwas lässt sich da hebeln. Hat sich hier was getan? Nö. Dann gehen wir mal runter. Ich soll ja Goal holen. Also gehen wir nochmal runter. Wir wollen ja in den anderen Raum da noch rein. Da kommen wir bestimmt nicht an vorbei jetzt. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Okay. Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Nicht nötig. Das Passwort? Wie kriege ich den Typen denn weg? Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Kann ich mir ein Frisbee werfen oder was? Vielleicht irgendwie? Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Warte mal. Sieht aus wie der Kratzkragen bei einem Hund. Oder der von Goals Verlobtem. Haha! Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Kletes. Fehlt nur noch die schleimige Frisur. Meine Verkleidung ist fast fertig. Fehlt nur noch das Öl in den Haaren. Echt? Ich muss jetzt doch das Öl holen? Okay. Vielleicht mit dem Haken. Nein, mein Mantel hat schon genug Ölflecken. Ich will gut aussehen. Ja, ist ja gut. Mach doch den Mob da mal ran. Nein. Dann vielleicht mit dem Mob dann direkt. Das ging noch nicht, oder? Doch, jetzt geht's. Hatte ich vorhin probiert, wollte er nicht. Vielleicht die Entwicklerkommentare bei Klitos. Ja, haben wir doch bestimmt noch Zeit zu nachher, oder? Meinst du nicht, dass wir da die Zeit zu haben? Hehe, das sieht Klitos Frisur zum Verwechseln ähnlich. So, mach mal, nimm mal. Nicht? Getappt. Erst dann vorbei, so und jetzt. Hehe, das sieht Klitos Frisur so zum Verwechseln ähnlich. Muss ja noch kombiniert werden mit dem. Dann wird das automatisch wird noch anziehen. Cooler als meine alte Lampenschirmnummer. Okay, improvisiertes Klitos-Kostüm. Genial. Hehe, und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Das will ich jetzt bei Tageslicht sehen. Och, schade. Das ist okay, es klappt halt nur im Dunkeln. Genial. Hehehe. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Wir speichern. Wir speichern. So. Ja, der Schattenwurf ist schon sehr gut. Halt! Ich bin es nur, Klitos.
Ja, einmal zu viel geklickt. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich 2 Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Ja, wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ja. Und? Wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beeilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Okay. Ich muss da oben hin. Eieieiei. Naja, eben. Wie die Stimme verstellt. Okay, Entwicklerkommentar. Naja, bei diesem Screen, das ist natürlich die Spitze der Plattform oben auf der unteren Aufstiegsstation. Das ist natürlich ein sehr magisches Set mit einer sehr magischen Stimmung, wieder mal großartig in Szene gesetzt von unserem Zeichner, dem Michael Benrath. Ja, woran mich das halt erinnert, das ist ja der erste Punkt, wo sich halt tatsächlich Rufus und Cletus auch gegenüberstehen. Und ja, ich erinnere mich, dass es halt gar nicht so einfach war, diese beiden unterschiedlichen Charaktere halt zur Zusammenarbeit zu bewegen. Ein Interview wieder, sehr schön. Dann, quasi haben spielen. Du, Rufus, sag doch mal, wie du halt diese Zusammenarbeit mit dem Cletus, also in der Geschichte ist es ja so, dass ihr Rivalen seid und auch noch um dieselbe Frau quasi. Chaos, schönen guten Abend. Poolt. Ja, wie hast du denn diese Zusammenarbeit mit ihm erlebt? Ich will das mal mit einer Metapher ausdrücken, die du natürlich nicht verstehen wirst. Am Blitzertreu. Ja, mit Entwicklertext. Schon verstehen. In der Bibel, in den 10 Geboten, da heißt es, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin aber zum Glück nicht katholisch. Tja, da habe ich wohl keine andere Wahl, als das einfach mal so stehen zu lassen. Ist ja auch jetzt vollkommen egal, dass halt irgendwie, auch als die Kamera dann nachher aus war, dass ihr beide, also du und Cletus, halt irgendwie auch hinter der Kamera quasi eure kleinen Kabeleien quasi weiter ausgetragen habt. Denn tatsächlich ist es ja so, Rufus, du kämpfst ja nicht nur, im Prinzip gerätst du ja häufig in Konflikte mit anderen Menschen, das, was ja auch teilweise sehr heilsam ist. Also ich will da ja gar nicht... es soll jetzt nicht nach einem Vorwurf klingen. Gott bewahre, nicht die Tüte. Sondern du kämpfst ja eigentlich auch mit der Umgebung selbst und mit den Gegenständlichkeiten im Raum. Das Ganze ist ja auch bekannt. Die Tücke des Objekts. Die Tücke des Objekts. Was man ja am PC überhaupt nicht mitbekommt. Nö, stört mich gar nicht. Sowas wie Naturgesetze. Und Naturgesetze finde ich privat total scheiße. Das dürft ihr auch ruhig drucken. Ich finde das scheiße. Und was mir hier einfällt, wir haben, an dem Tag war gerade das Glühbirnenverbot in Kraft getreten und wir mussten diesen ganzen wunderbaren Set mit chardasianischen Energiesparlampen beleuchten. Und die haben also eine Strahlkraft von 0,004 Lux pro Lampe. Könnt ihr euch vorstellen, was wir da verschrauben mussten, bis wir das so hell gekriegt haben? Es war irrsinnig. Also diese ganze Arbeit... Wenn ich nicht noch auf meinem Akku was drauf gehabt hätte, hätten wir das gar nicht machen können. Kannst du denen auch ruhig mal sagen. Das Blöde war ja, dass dann halt eben auch die Beleuchtung vom Fahrstuhl ausgefallen ist. Und dass wir halt, weil die Knöpfe nicht beleuchtet waren, dachten wir, der Fahrstuhl sei ausgefallen. Weil die ganzen Lämpchen von den Knöpfen halt eben ebenfalls gewechselt werden mussten. Ja, wir mussten ja nachts dann immer drehen. Und die Treppe, weißt du, sind die ganze Zeit die durchs dunkle Treppenhaus, die ganze untere Aufstiegsstation hoch und wieder runter und wieder hoch und wieder runter. Ja, was haben wir noch gar nicht erzählt? Wir mussten das ja nachts machen, weil tagsüber ist ja die Energieversorgung zusammengebrochen. Weil alle nach Hause kamen und haben ihre Fernseher angemacht. Eigentlich war das ja auch eine Tagsszene, ja. Ja, gedacht, aber ich glaube, das wollen die gar nicht wissen. Was für Spinner, geil. Skarafas, was auch immer es ist, würde ich nächste Woche sonst machen, falls es was im Stream ist, ne? Weil ich will noch kurz gucken, dass ich hier eben noch irgendwie zu irgendeinem Abschluss komme und so lange mache ich jetzt auch nicht mehr. Also ich muss mir ja hier irgendwas jetzt einfallen lassen, wie ich ihn... Noch nicht. Jetzt es fehlt noch ein ganz entscheidendes Element, damit wirklich alle auf mein raffiniertes Kostüm reinfallen. Dunkelheit. Dunkel.
Los, sei nützlich. Stures Ding. Wie kriege ich denn Dunkelheit zusammen? Hier ist es hell genug. Hier ist es hell genug. Hier ist es hell genug. Deine Haltung passt für mich. Cletus könnte echt einen Haken gebrauchen. Erst von rechts, dann von links und dann einen ans Kinn von unten. Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier wahrscheinlich... Deine Haltung gefällt mir nicht. Hallo, ich bin ein schleimiger Fisch und heiße Cletus. Ja, er hat einen Stock am Arsch, ne? Irgendwie von der Idee her, aber deine Haltung gefällt mir nicht. Ich kann doch mit dem Flaggenmast normalerweise was machen. Werden Sie mich und Konfetti? Oh Junge! Ich kann normalerweise das mit dem Flaggenmast machen. Ich komme gerade nicht drauf. Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Noch nicht. Es ist Dunkelheit. Ölige Frisur, hässliches Cape und steifer Kragen. Ja? Was findet Goal nur an diesem Lusch? Sprech mal ihn nochmal an. Ja, nie war herumprobieren toller als in diesem Spiel. Das stimmt allerdings. Ja, die steht also noch. Ah. Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Oh. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Ich soll Goal holen. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Nein. Ich soll Goal holen oder die Datasette. Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Ohne die Datasette komme ich nicht an den Organons vorbei. Das ist ja wohl dein Problem. Hör mal, Rußschmutz. Rufus, mir ist es doch egal, wer Gold zu mir bringt. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffen es die Organons mit Sicherheit. Aber ihr nehmt mich dann trotzdem noch mit, oder? Wohl kaum. Verzieh dich. Bol ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht dir gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat. Ist das Implantat noch intakt? Ich glaub schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Goals Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Ah. Hier hast du die Datasette. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Klar. Ist das klar? Und Gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Nein. Das Implantat höchstens. Das soll Goals Backup-Bewusstsein sein. Okay. Aber ihre wichtigste Erinnerung fehlt. Ich. Sehr schön. Okay. Wollen wir mal gucken. So, dann gehen wir da mal durch. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Ach komm, ja, ja. Na, hier, zieh wieder an. Danke. Genial. Und auf geht's. So, jetzt aber. Zack. Diesmal habe ich mich wirklich... Ja, ich weiß. Geh da durch. Halt! Wer da? Ich bin... Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na ja. Klar. Hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt? Was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Sehr schön. Chef greift an. Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Dankeschön. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir.
Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wiederzubeschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter. Die sind sehr laut, ne? Natürlich. Im Verhältnis zum Rest. Also sehr kratzig, der Ton da, ne? Das war brenzlig. So. Ja, das war. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass sie nochmal drauf reinfallen. Was? Warum? Wolltest du nicht mitnehmen wieder? Moment, er hat das ja einfach weggeschmissen. Wie doof. Okay. So. Ich würde nur mal ganz gern. Ich weiß, wir könnten zu Goal, aber wir gehen jetzt mal zum Turm. Ich will jetzt gucken, ob ich hier mal was machen kann. Mit dem Stock. Ich will es nur mal wissen, mit dem. Jetzt habe ich ja hier, ne, was zum Haken und zum Geist. Einen Schritt näher und das Gemetzel. Ich erspare. Okay. Ich spare mir. Nee, noch nicht. Das wird später kommen. So, es ist allerdings, auch wenn das jetzt ein ganz blöder Stream-Cliffhanger wird, aber es ist 22:45 jetzt. Ich will noch die erste Folge fertig machen und die noch hochladen und Thumbnail machen, dass die ab morgen da ist. Kann euch egal sein, ich weiß, ihr seid ja hier. Aber ich würde es ganz gerne im nächsten Stream weiterspielen. Das heißt, es wird dann auch erst im nächsten gesungen. So. Und ich gehe aber davon aus, dass wir vielleicht den vierten Teil in der nächste Woche auch durchkriegen. Und dann gibt es vielleicht zweimal Resung oder sowas. Nee, nicht. Ich meine, nehme ja keine Folgen auf. Ich weiß gar nicht, wie weit ich bin. Also Folgen, ich nehme mir keine Folgen auf. Ich schneide das nachträglich. Aber es ist echt. Ich habe heute mal wieder verpennt in der Firma. Gestern war euch auch schon nicht so früh da. Goal? Okay, wir können wenigstens mal kurz gucken, was hier los ist. Goal! Zapperlot, sie ist verschwunden. Was war denn hier los? Ob sie von den Organons erwischt wurde? Unsinn, das kann nicht sein. Was hätten sie erwähnt? Sie ist gefressen worden von der... Wer sollte sie sonst verschleppt haben? Zuckerwattemaschine. Ich muss sie unbedingt finden. Und das, bevor dieser Argus es tut. Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren. Okay, das scheint aber wirklich noch ein bisschen länger zu gehen. Von daher wird es bei einer Folge, also wenn du jetzt sagst, vorwiegend eine Folge sind 20 Minuten, ich denke noch in 10 Minuten, wenn man weiß, was? Ich denke noch circa 10 Minuten, wenn man weiß, was du tun musst, in 60 mit Raten. Nee, mir wird das zu spät. Also es wird irgendwann, irgendwo dazwischen. Die Sache ist ja die. Wenn ich es jetzt fertig kriegen würde und es würde in Frage stehen, ob wir nächste Woche nochmal Deponia spielen oder was ganz anderes, aber also ich habe Spaß an dem Spiel. Ich glaube, dass ihr wahrscheinlich auch Spaß an dem Spiel habt, sonst wärt ihr nicht heute wieder hier, denke ich mir einfach mal. Also wenn er generell nichts gegen spricht, dass wir nächste Woche allgemein Deponia spielen, ich sehe da glaube ich nicht so viel, was dagegen spricht, dann ist ja eh egal, sag ich mal. Ne? Aber ich sehe mich jetzt schon, dann kriege ich es erst um, dann dauert es noch bis 23:30 und dann komme ich vor 12:30 nicht ins Bett irgendwie so. Und dann habe ich morgen wahrscheinlich auch wieder ein Problem. Was ist das komplette Spiel? Ja, da haben ja ein paar geschrieben. Also, muss nicht am Stück sein. Ein Anhaltspunkt für Goals Verbleib finden. Okay, den brauchen wir erstmal. Dann müssen wir Goal finden. Dann müssen wir mit Goal an den Organons vorbeischleichen. Das wird vielleicht nicht ganz so einfach werden. Dann zurück zur Plattform und dann wird es vielleicht diesen Endkampf geben oder sowas. Was ist denn das für ein Hinweis? Achso, das habe ich beides gemacht. Alles klar. Mhm. Ja gut. Ja, wenn man weiß, was zu tun ist, geht es vielleicht schnell. Das mag sein. Wenn man weiß, was zu tun ist. Phosphorlache. Die wird jemand drüber geschliffen haben. Oder jemand, der aus dem Phosphor kam. So. Nee, aber ich glaube, es ist besser, wenn ich. Also ich. Mir macht es selbst Spaß, aber das geht ja auch nahtlos in Teil 2 dann sicherlich über, dadurch, dass wir hier die Entwicklerversion haben. Insofern verabschiede ich mich jetzt. Zumindest erstmal
Der YouTube, da kann ich jetzt am Ende ja mal brav Tschüss sagen. Und Speichern und Aufnahme beenden. Genau, das mache ich jetzt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Stopp doch mal die Aufnahme. Die wird nicht gestoppt. Moment.